Yo, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, Pity ist auch schon ganz aufgeregt, wie ihr hören könnt, und ich habe es nicht mehr geschafft, der letzten Folge mal wieder was zu tun. Ich habe mich nicht mehr aus dem Wasser bewegt. Ich faules Stück, hä? Aber egal, dadurch kriegt ihr wenigstens alles mit, was wir hier machen können, nämlich jede einzelne, noch so kleine Bewegung kriegt ihr direkt live hier mit. Und offenbar ist dieses Gebiet noch nicht verfügbar. So. Das sagt uns ja, dass Venedig noch mehr zu bieten hat, als wir jetzt ohnehin. Wir haben ja gerade erst was freigeschaltet, ein neues Gebiet. Aber es gibt noch mehr zu entdecken. Aber ich bin dafür, dass wir jetzt erstmal eine kleine Bootstour machen, oder? Warum nicht? So schön entspannt über das Meer schippern. Der schönen Musik lauschen. Das ist doch romantisch, oder? Bei der schönen Musik hat man gar keine Lust, irgendwie hektisch zu sein, oder? Man möchte hier einfach in Ruhe seinem Weg gehen. Die Aussicht betrachten. Und einfach nur der Musik lauschen. Wir können ja einfach mal ganz entspannt zum Missionsziel gehen, oder? Wenn Pity die Klappe halten würde. Aber okay, ich glaube, ihr seid hier, um das Spiel zu sehen und nicht, um jetzt unbedingt die ganze Zeit der Musik zu lauschen, so schön sie auch sein mag. Aber ich glaube, das ist nicht das, was die meisten hier haben wollen. Und mal schauen, was gibt's Neues? Hahaha, da seid ihr ja. Kommt, Ezio. Ich möchte euch einen Geschäftspartner vorstellen. Augustino Barbarigo, zukünftiger Doge von Venedig, dank euch. Eine große Ehre, eure Bekanntschaft zu machen, Doge. Der Verlust eures Bruders tut mir leid. Er ist selbst schuld. Er wurde von den Borgia gekauft und bezahlt. Ein Fehler, den ich sicher nicht machen werde. Kommt, Ezio. Wir haben viel zu bereden. Wir haben Silvio Barbarigo gefunden. Er floh ins Arsenale. Ha! Floh! Er hat es besetzt. Mit 200 Söldnern an seiner Seite. Ihr seid der Doge. Könnt ihr ihm nicht befehlen, aufzugeben? Das Kollegium der 41 muss meinen Aufstieg erst noch bestätigen. Und der Streit mit Silvio hat die ganze Sache nur noch schlimmer gemacht. Er hat den Befehl über eine ganze Armee. Dann helft mir, meine eigene aufzubauen. Ich dachte mir, dass ihr das sagt. Bartolomeo Dalviano ist der Mann, den ihr sucht. Er und seine Männer hassen Silvio. Er wohnt mitten im Militärbezirk, südwestlich des Arsenale. Va bene. Ich gehe und suche ihn. Ah, Bartolomeo. Ja, an den kann ich mich erinnern. Aber schauen wir uns doch erstmal an, wer genau ist Agostino Barbarigo. Agostino Barbarigo war Doge von Venedig von 1486 bis zu seinem Tod im Jahre 1501. Er half bei der Bildung einer Koalition, die Karl den 8. von Frankreich aus Italien verbannen und dabei Gebiete im italienischen Mutterland gewinnen sollte. Naja, cool. Anscheinend bleibt er es erstmal. Silvio Barbarigo y Rosso, unser nächstes Ziel. Silvio Barbarigo. Aufgezogen von reichen Händlern, kam Silvio in Kontakt mit der Politik, als sein Vater aus dem Familienerbe ausgeschlossen wurde. Seitdem arbeitete Silvio für seinen Onkel, den Mörder seines Vaters. Er war anscheinend sehr überzeugend. Schnell wurde er zum Berater seines Onkels und bewies seinen Wert durch die Entdeckung einer Verschwörung der Soranzo gegen die Barbarigo. Das wird dir gefallen. Bevor der Plan ausgeführt wird, gibt Silvio ein Osterfest und lädt die Soranzo ein. Im Hof gibt es ein Schauspiel für die Kinder. Derweil eskortiert Silvio die Eltern auf das Dach. Er prostet der Familie zu und gibt dann den Bogenschützen in den Hoffenstern ein Signal. Die Soranzo haben nie wieder etwas gegen die Barbarigo unternommen. 10 Jahre später lebt Silvio im luxuriösen Palazzo seines Onkels in Venedig. Den Geschichtsbüchern nach starb sein Onkel im Schlaf. Welch Zufall, hä? Beruf Mitglied des obersten Gerichts von Venedig, Staatsinquisitor, Adliger und ein überzeugter Anhänger der Templer. Ja. Aber du kannst dich gerne in deinem Arsenale verstecken, so viel du willst. Wir kriegen dich trotzdem. Und hey, hier ist ein kleines Kästchen. Mal wieder eine Truhe. Da wollen wir doch mal ran, oder?
Und wir kriegen 500 Florin, eine nette Summe. Und ja. Mittlerweile dürften wir uns auch wieder gut was leisten können und mittlerweile könnten wir auch bestimmt wieder neue Sachen kaufen, stimmt. Eigentlich könnten wir ja mal eine Schnellreise machen, oder? Ich meine, warum nicht? Wenn ich jetzt bloß auf der Karte mal einen Schnellreisepunkt sehen würde, so auf die Schnelle. Schauen wir doch mal nach. Wo ist denn der nächste? Ah, da, direkt da. Ja, seht ihr, machen wir das mal eben und wollen nochmal schauen, ob es im alten Monte di Gioni nicht neue Ausrüstung zu kaufen gibt. Mein Gefühl sagt mir, ja, das wird es geben. Vielleicht nur einen Teil oder so, aber naja. Kleinvieh macht auch Mist, wie man so schön sagt. Ich meine, wer holt sich denn auch Fische aus den Kanälen? Müsste das nicht eigentlich logisch sein, dass man die nicht essen sollte, weil die aus Kanälen stammen, wo, ich sage mal, Unrat drin rumschwimmt? Fäkalien und so, ihr wisst, ne? Naja, immerhin sind wir nicht im alten Rom, wo sie auf die Straße geschissen haben. Oder im alten London. Na egal, genug mit Exkrementen. Lasst uns lieber mit extrem geilem Spiel weitermachen, ne? Ist, glaube ich, sinnvoller. Ich berühre sie nicht mal richtig und trotzdem fliegen sie fast schon weg. Interessant. Ich glaube, Monte di Gioni hatte ich schon komplett ausgebaut, ne? Ja, ja, habe ich. Und man sieht auch an, dass er alles schick aussieht. Und, ach ja, da fällt mir ein, ich habe mir noch was aus dem Uplay Store geholt. Das ist nämlich dieser vom Ubisoft Launcher aufgezwungene Mini-Store, in dem man so ein paar Voraussetzungen und Rewards erfüllt, also Achievements quasi. Wenn du die erfüllst, kriegst du so Uplay-Punkte und davon kannst du dir so kleine Ingame-Belohnungen besorgen. Und ich habe mir mal einfach mal was besorgt und unter Monturen können wir jetzt... Richtig, die Altair-Montur anziehen. Ja, ist schon okay. Ich will das ja auch nur anziehen. Alle ungefährlichen Fortschritte gehen dabei verloren. Was zum... Ah, vielleicht machen wir das mal anders. Ich will erstmal das hier in Ruhe machen. Naja, auf jeden Fall werde ich die auch nochmal anziehen und dann mal gucken, ne? So, gib mir bitte ein bisschen Kohle. 36.000, eine hübsche Summe. Damit sind wir bei 73.000 Florin. Mhm. Und dann wollen wir noch mal schauen, ob es neue Rüstungen zu besorgen gibt hier. Ich hoffe doch mal. So, und da sind wir auch schon. Erstmal reparieren. Unsere Schulterplatten aus Metall zum Beispiel und alles. Rüstung. Ja, jetzt haben wir die Missaglias Rüstung komplett. Wundervoll. Wie sieht's denn aus bei den Waffen? Gibt's da was Neues vielleicht? Muss auch nach teuren Sachen suchen, ne? Nee. Alter, ihr Schwert! Oha. Ihr seht, bei den Werten alles komplett perfekt und ganz hoch aufgebohrt. Von daher würde ich sagen, eine gute Waffe. Oh ja. Und damit sind wir nun im Besitz von Alter, ihr Schwert. Schön. Die scheinen ja alle schlechter zu sein, als das, was ich bereits besitze. Munition können wir ja auch mal auffüllen. Warum nicht, ne? Sandkugeln haben wir auch eine verballert. Wow. So. Tja, dann wirkt ihr also nur so gewöhnlich. Na, wie sieht das Schwert denn aus? Alter, ihr ist altes Schwert. Ist das nicht schick? Jetzt haben wir das beste Schwert im Spiel, wenn ich mich nicht ganz täusche. Naja. Und unsere Missaglias Rüstung ist komplett, wodurch auch wieder Monte di Gionis Wert gestiegen ist, weil für vollständige Rüstungssets kriegt man ja immer noch mal einen extra Bonus auf den Wert von Monte di Gioni. Aber Geld ist ja mittlerweile längst kein Problem mehr und ich sehe gerade links unten, wir haben mal eine gerade Summe, 12.000 Florin. Das ist ja auch selten. Dann wollen wir doch mal möglichst weit im Osten starten, weil ich habe ja auf der Karte schon gesehen, dass wir in den östlichen Bereich von Venedig rein müssen, in diesen, wie hieß das? Kasernenbezirk? Nee. Irgendwie sowas in der Art. Ist auch egal. Jedenfalls dort, wo dieses Arsenal ist. Dann warten wir, bis das Spiel sich hier fertig geladen hat. Und da sind wir auch schon. Ja, und wir sind ganz nah an dem Gebiet, wo wir hin müssen. Das ist doch perfekt. Natürlich wäre es jetzt richtig cool, hier noch irgendwie einen Händler zu finden, der mir eine Schatzkarte für die Gegend verkauft, damit ich dort auch direkt alles gleich sehen kann und einsammeln kann, was mein Herz so begehrt. Hilfe! Hey, was ist hier los? Irgendwer schreit hier nach Hilfe. Da muss ich doch erstmal zur Tat schreiten. Was habe ich denn heute mit meiner Stimme? Bitte. Zur Schratheiten. Hilfe! Hä? Wo ist er denn? Hey, Freund, was ist passiert? Ihr seid einer von Bartholomäus Männern. Was ist passiert? Wo ist er? Silvius Männer griffen an, brachten ihn tiefer in den Bezirk,
Nördlich von hier. Requiescat in pace. Ein Krieger im Käfig. Bartolomeo Dall'Alviano aus seinem Käfig befreien. Na, dann machen wir uns mal lieber schnell ans Werk, bevor sie noch killen oder sowas. Und jetzt müssen wir Bartolomeo erstmal finden. Na, das kriegen wir schnell hin. Ich meine, wir sind Ezio di Auditore. Wir finden alles. Oder so. Und schon ist die Musik deutlich auf Spannung ausgelegt. Hört man direkt. Na, schaffst du das? Ach, das ging ja noch. Hey, hey. Was zum... Ezio, was machst du da schon wieder für einen Scheiß? Naja, egal. Wo man sowas lernen kann, bestimmt nicht im Zirkus, meine Freunde. Leider ist kein Aussichtspunkt gerade in der Nähe, zumindest nicht markiert. Aber egal, darum kümmern wir uns später. Erstmal müssen wir ihn befreien und... Ich befürchte, dass das Gebiet Sperrgebiet ist, natürlich, ich wusste es. Ich glaube, der gerade zu fröhlich am Schreien ist, das ist Emilio. Oh oh. Ah, ich wollte ihn noch abschießen. So, geschafft. Und hey, dort hinten ist eine Feder. Ich meine, wenn wir schon mal dabei sind. Okay. Schnell, du auch noch. Ja, also. Müsste er da hinten hat's mitbekommen. Obwohl, besser, ein Wurfmesser geht schneller. Oh, shit! Das war ein bisschen ungelenkt, aber naja, passiert. Greif an! Oh, Kopfschmerzen. Na, komm. So, deine Innereien verteile ich auch mal über den Boden. Komm her, na, nochmal. Und das war's. Dein anderer Kumpel ist schon geflüchtet, weil er so mutig ist und... ja, dann renn auch mal weg. Ich wisse nicht, warum ihr mich angeht. Das wurde aber auch Zeit. Ich weiß nicht, ob ich euch küssen oder ohrfeigen soll. Vielleicht beides, zur Sicherheit. Ihr habt völlig recht. Wer seid ihr? Ich bin Ezio Auditore da Firenze. Ich bin hier, um euch zu retten. Mal sehen, wer am Ende wen rettet. Was meint ihr denn? Da unten. Haltet sie. Findet mir ein Gesicht für meine Faust. Na, dann wollen wir doch mal gleich gucken, ob Alter ihr Schwert so gut ist, wie man sich denkt. Na, er scheint auf jeden Fall seinen Dienst so zu verrichten, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich helfe dir mal ein bisschen, weil ich glaube, du hast mit einem... Kämpft ihr mit einem Besen? Er kämpft mit einem Besen. Das ist ja süß. Da sind noch Köpfe zum Einschlagen. Natürlich sind da noch Köpfe zum Einschlagen. Konflikte zu vermeiden. Warum? Habt ihr Angst? Nein, es ist nur... dass sie uns 100-1 überlegen sind. Schauen wir, was du kannst. Auf ihn! Wie ihr wollt, na komm, ganz schnell erledigen hier. Und wie wir sehen, der Schaden ist krass. Der Schaden von dem Schwert ist ziemlich hoch. Er wird Dante genannt. Die meisten von Silvios Männern können nichts, aber er bedeutet Ärger. Ich weiß. Ich habe ihn schon kennengelernt und ihm die Fresse poliert. Süße Freiheit. Wie ich dich vermisst habe. Silvio hat seine Leute geschickt, um euer Haus zu plündern. Bereitet euch für den Kampf. Hey, lass ihn in Ruhe. Ach, zu spät. Naja, egal. Schon passiert. Na, willst du gar nicht angreifen? Na, mache ich das halt. Ah, komm euch trotzdem schwer ran, ne? Oh, das war knapp. Hätte er mich fast erwischt, aber eben nur fast. Wartet mal, ich glaube, ich kann besser auf meine Fäuste ausweichen. Und ihm die Waffe entreißen. Und das gibt's als Belohnung. Das kommt davon, mein Freund. Tja. Wenn wir das hier schon mal geräumt haben, können wir auch direkt die Schätze uns besorgen, oder? Ich meine, wenn wir schon dabei sind. So. Hey, 1071. Das ist mal eine hübsche Summe. Und hier. Hey, Bartolomeo. Warum? Hey. Habe ich gesagt, du sollst da alleine irgendwo hinrennen? Meine Fresse. Wäre clever, auf mich zu warten. Ich meine, du hast... Ah, dir endlich mein Schwert besorgt, immerhin. So, und da sind wir.
Wenn ihr euer Leben liebt, gebt ihr auf. Niemals! Was ist das Leben wert, wenn man nicht frei ist, hä? Ich gehe nicht in den Käfig zurück. Dann werdet ihr hier sterben. Tötet sie! Zuh, das meint auch nur ihr. Na komm, greif an. Das ist doch affig. Du stirbst eh. Ja, versuch's. Ich warte nur. Und... oh, er hält ein bisschen was aus. Er dafür nicht. Na, siehst du. Kurze Sache. Dann bauen wir doch mal rein in die gute Stube. Was haben die hier nur angerichtet? Bianca, hoffentlich geht es dir gut. Bianca? Wer ist Bianca? Wer Bianca ist und wie dieser Bartolomeo, dieser eindeutige Krieger, so drauf ist, ich glaube, das werden wir gemeinsam besser beim nächsten Mal erleben, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed 2. Mein Name ist Alex. Bis dann!